Und es geht weiter mit Stream Nummer 32. Letztes Mal mitten im schwarzen Loch ist mir das Spiel abgekackt. Was uns sicher wieder ein paar tausend Lichtjahre zurückgeworfen hat. Bin mal gespannt, wann ich das letzte Mal gespeichert hatte. Wir haben jetzt auch Version 1.07. Vielleicht hat sich da ja mal was geändert. So. Musik soll ich mal ein bisschen leiser machen. Okay, 25 sollte reichen. Nur am 27. habe ich das letzte Mal gezockt. Heute schon der 30. Man merkt, das Spiel motiviert ja so richtig zum Dauerzocken. Im Moment. Ich meine, passiert jetzt noch irgendwas? Wird mir das Spiel wieder abpacken und mich weit zurückwerfen? Wir gucken mal, wie weit sind wir noch entfernt. Wir hatten, glaube ich, 72.000 oder sowas. Okay, wir sind über 10.000 Lichtjahre zurückgeworfen. Richtung schwarzes Loch. Okay. Hier geht's Richtung schwarzes Loch. Das schwarze Loch ist viel zu nah. Ach, ist doch scheiße. Da war was. Das ist schon zu weit. Ich glaube, das wäre auch zu weit, oder? Ja. Muss es doch irgendwo mal ein schwarzes Loch geben. Nein. Wir waren doch schon mal so weit. Wir müssten das doch sofort finden. Ich hoffe, ich habe noch Reparaturzeugs dabei. Wir hatten beim letzten Mal schon zu viele Landungen auf Planeten. Ich will einfach nur durchreisen jetzt. Okay. Nickel und Aluminium waren die Dinger, die ich da brauchte, hoffe ich mal. Ach, das schwarze Loch, so viel Lärm. Muss ich auch noch die Soundeffekte runterstellen.
Hä? Warum stationieren? Nee, Quatsch. So ein Quatsch! Ach, vergiss es. Genau. Schick mich einfach davor. Hallo? Schlacht entdeckt. Ihr lasst mich in Ruhe. Ich habe mit euch überhaupt nichts zu tun. Es ist gar nichts kaputt gegangen? Ernsthaft? Nee. Feindliche Störung in der Nähe. Hört doch auf. Jetzt wird hier schon wieder was geschrieben. Ich hoffe, das war der Bot. Ich habe mein Tablet gerade nicht an. Okay, jetzt habe ich den Twitch-Chat auch auf. Zu Wegpunkt, was ist das für ein Wegpunkt, bitte? Der führt dahin. Das ist schon wieder zu weit. Das ist nochmal dasselbe, oder? Nehmen wir den. Kanonenschaden. Wird mir jetzt erst angezeigt, ne? Mhm.
Genau, Bob-Reaktor. Nickel und Aluminium. Aber ich glaube, für eine Reparatur sollte es noch reichen. Lichtjahre. So viel näher sind wir da auch nicht. Obwohl das von unserem Punkt so viele tausend Lichter entfernt ist. Ach, der ist natürlich schon zu weit entfernt, das ist klar. Wann ist der andere Punkt? Scheiße. Das ist der schon wieder. Geht das nicht mehr? Ist jetzt auch wieder Patch 1.07. Sonst konnte ich immer direkt Impulsantrieb. Jetzt kann ich es gar nicht mehr. Zum schwarzen Loch. Kann ich. Oh Mann, ist so scheiße. Dauert das nochmal 2-3 Stunden länger, bis ich da endlich beim Zentrum bin. Jetzt kann ich, natürlich. Ist ja auch kein schwarzes Loch vor mir. Platin habe ich nicht. Könnt ihr mich mal am Arsch lecken? Bleibt's halt kaputt.
1200, komme ich noch näher? Ist das schon wieder zu weit oder? Ja, zu weit. Weiß ich doch schon. Einfach gedrückt halten die ganze Zeit, da geht's schon. Aber wirklich schnell war das jetzt auch nicht. Der Impulsantrieb hat aber gezündet. Erstmal speichern. Man weiß ja nie, wenn man das Spiel als nächstes abkackt. Hyperantrieb. Platin. Mal gucken, ob wir hier 39 Platin haben. Ich meine, ich habe ja das Geld. Und ich kann damit sowieso nichts mehr anfangen. Also warum nicht für Platin ausgeben? Okay, hier haben wir sogar... Ach nee, das ist... verkaufen. Ich wollte kaufen. Kein Platin.
Nix. Ich werde mich jetzt hier aber auch nicht so lange aufhalten. Faszinierend wahrscheinlich. Oh, da ist kein Platin. Fahr zur Hölle. Tschüss. Und dann einfach weiter. Aber wieder zu weit, oder? Ja, gerade so. Geht doch. Ja, ist doch scheißegal, was offline ist. Solange es nicht der Warp-Reaktor ist. Scheint auch nichts weiter mehr in der Nähe zu sein. Yeah.
Okay, das Spiel will mir sagen, speicher lieber jetzt. Ich kack gleich ab. Dann machen wir das mal. Oh, schon wieder Warp-Reaktor? Ernsthaft? Das ist nicht nett. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug für eine weitere Reparatur. Das war jetzt ziemlich schnell. Das finde ich gar nicht lustig. Ich brauche immer noch Platin. Der Typ sieht so aus, als hätte der Platin mit. Der hat so ein fettes Schiff, der muss Platin drin haben. Iridium. Oh, Scheiße. Du bist ein Arschloch. Du hast kein Platin dabei. Zweiundsiebzigtausend. So weit waren wir beim letzten Mal schon. Wie Raumstation in der Nähe. Ding da.
Gibt's hier keine schwarzen Löcher? Zu weit, klar. Okay, jetzt Raumstation speichern. Kanonenschaden. Braucht die Waffen so jetzt sowieso nicht. Kohlenstoff. Kohlenstoff soll ich eigentlich hier kriegen. Was mehr Pflanzen hat der nicht hier drin stehen?
69.000. Früher oder später müssen wir sowieso wieder landen. Entweder muss ein Bohrreaktor repariert werden, oder mir gehen die Bohrzellen aus. Ja, genau direkt vor die Station. Ist klar. Ich konnte nicht mal irgendwas machen. Stellt euch vor, sowas wäre hier tödlich in dem Spiel. Da würden sich ja einige kotzen. Was? Der Hyperantrieb ist schon wieder aufgebraucht.
Scheiße. Hi. Guten Morgen. Morgen? Was? Hab ich was verpasst? Dreiviertel drei nachmittags. Guten Morgen. Warum nicht? Ach du Scheiße, aber nur Englisch? Warum Englisch? Ich dachte eben noch guten Morgen und jetzt werde ich hier noch in Englisch angeschrieben. Das ist der 32. Stream von No Man's Sky, ja. Ich hoffe, du kannst Deutsch verstehen. Könnte ich mal deine Anzugtechnologien sehen? Würde gerne sehen, mit was man das Schnelllaufen verbindet. Wie mit was man das Schnelllaufen verbindet? Das Schnelllaufen hier? Ausdauersteigerung? Ich habe jetzt nicht wirklich viel Anzugtechnologie eingebaut. Aber ich könnte das hier noch ausrüsten, wenn ich wollte. Also den Anzug habe ich überhaupt nicht irgendwie ausgerüstet. Am liebsten würde ich hier alles wieder zerlegen, was ich eingebaut habe. Macht sowieso keinen Sinn. Nimmt nur Inventarplätze weg. Und den Atlasweg, den, wenn man den abgeschlossen hat, kann man den nicht weiter verfolgen. Ich habe auch nur Richtung Schwarzes Loch. Das hat jetzt den Platz vom Atlasweg eingenommen bei mir. Dann habe ich hier irgendeinen Wegpunkt irgendwann mal markiert. Keine Ahnung mehr, wo der hinführt. Dann habe ich Freiflugmodus und Weg ins Herz der Galaxie, wo ich jetzt gerade hinfliege. Und auf dem Weg immer wieder ein schwarzes Loch anpeilen. Komme ich vielleicht doch noch näher?
Nicht wirklich. Jedenfalls nicht in Reichweite. Doch, da. Ja, der ist schon wieder zu weit. Jetzt darf ich den anderen Punkt wieder suchen. Das ist Hilbert-Dimension. Kapier ich nicht. Schwarzen Loch muss ich mal wieder speichern, bevor das Spiel wieder abkackt. Weiß nicht, wie die Abstürze jetzt sind mit 1.07. Was kann man noch reparieren? Ich glaube, so ganz Richtung Zentrum schaffen wir es nicht. Mit dem Treibstoff, was ich jetzt noch zur Verfügung habe. Wird schon wieder zu weit.
keine Raumstation. Nee. Aber immer noch alles von mir entdeckt, ne? Sollte eigentlich langsam mal in der Nähe des Zentrums sein, wo mal andere Leute sind. Oder gewesen sind. Das immer vom schwarzen Loch ab. Ist doch nun egal, mit welcher Geschwindigkeit man da reinfliegt, oder? Ich muss erstmal wieder den Dings aufladen. Überantrieb. Einmal kann ich den Überantrieb noch voll machen. Dann müssen wir aber wieder landen. Eisen, kein Eisen mehr. Iridium müsste eigentlich.
Iridium dürfen wir hier kriegen. Nein? Wo sind die ganz großen Dinge? Ich hasse es, wenn ich nach Zeug suchen muss. Damian nehme ich gerne mit. Nickel. Aber egal, kann man auch gebrauchen. Nur 100. Nicht wirklich viel. Aber auch nicht sehr viel. Das reicht zum Reparieren. Aluminium könnte ich noch gebrauchen.
weiter. Kann ich hier nochmal kurz speichern. Platin. Ich habe kein Platin. Ich habe keinen Kohlenstoff. Sechsundfünfzigtausend. Kann noch eine halbe Ewigkeit dauern. Thank you.
Das ist immer noch zu weit.
Ecke wieder direkt. Ich konnte überhaupt nichts machen. Aber ich würde gerne mal wieder speichern. Warp-Reaktor, natürlich. Diesmal der Sigma. Ich brauche noch Iridium. Iridium kriege ich ja. Eigentlich. Ich guck mal, ob ich hier Iridium finde. Ich möchte jetzt ungern landen. Waffenladung. Wenn ich mal Aluminium finden würde, wäre das cool. Wieso? Hä? Notfallsignal? Warum das denn? Ich helfe da niemandem. Könnt ihr vergessen. Werde ich sowieso wieder nur nie gegriffen. Von denen, denen ich helfen möchte. Ja, nur noch 50.000 Lichtjahre. Ständig meine Waffe wechseln. Ich habe immer Faserstrahl ausgewählt.
wieder. Nickel. Ja. Obwohl ich gerne Aluminium hätte. So, wir waren schon mit keinem Treibstoff. Toll. Okay. Alles klar. Hyperantrieb ist zwar voll, aber wir haben dann keinen Treibstoff mehr. Also landen wir mal nicht auf dem Planeten. Null sugiert fort. Ist doch mal ein toller Name. Wenn ich könnte, würde ich mich in das da umbenennen. Ich glaube, ich lande erstmal hier. Was sollte man auserst ansteuern? Was? Auserst ansteuern. Weg ins Herz oder was? Weg ins Herz der Galaxie? Weg Richtung Schwarzes Loch? Oder alle Atlaspässe? Tja, wenn du weißt, wo die Atlaspässe sind, kannst du ja die Atlaspässe ansteuern. Aber ich würde vielleicht erstmal den Atlas-Schnittstellen folgen. Okay, die Pilze kann ich nicht anschießen. Eisen brauche ich. Kohlenstoff. Kohlenstoff ohne Ende.
Und Eisen. Dem Eisen kann ich erstmal das hier schon reparieren. Dimensionale Matrix, na toll. Bleibt mir nichts anderes übrig, muss ich wahrscheinlich nach Schiffen suchen. Platin. Was? Schon wieder den ganzen Kohlenstoff aufgebraucht. Oh, hier gibt's Tiere. Zink. Oh, Kupfer. Kupfer brauche ich jetzt nicht. Ach, das ist Eisen. War nur Kohlenstoff. Nur Kohlenstoff. Hierfür Plutonium. Kohlenstoff, Plutonium. Haben wir hier irgendwo Plutonium? Und jetzt eine Menge Wissenssteine. Rot. Okay. Dieses Wort wird mich mal sehr weit bringen. Kohlenstoff ist so schnell leer. Für Antimaterie habe ich noch alles. Ja, da wird Zink mal wieder knapp werden. Denn jetzt wird Plutonium schon knapp. Alter. Kohlenstoff gibt's genug.
Ist klar, ist klar. Warum muss ich hier schon wieder auf einem verdammten, verstrahlten Planeten nach Zeug suchen? Solche ähnlichen Viecher habe ich auch schon mal gesehen. Aber nichts Neues. Also die Tiere können mich gerne schon nicht mehr begeistern in dem Spiel. Da hinten ist viel Isotop. Geht's da nun in der Höhle rein oder nicht? Na bitte. Plutonium ohne Ende. Aluminium, nehme ich auch. Das war's schon wieder. Die Höhle ist auch nicht besonders groß. Dann geht's da vielleicht noch weiter. Nee, da geht's noch wieder raus. Handy klingelt. Okay, dann muss ich jetzt hier erstmal Schluss machen. Alter, müssen. Ich werde dann später weitermachen. Ich werde nur noch mal schnell speichern, damit ich dann auch hier wieder bin, wenn ich wieder anmache. Okay, Wiederherstellungspunkt gespeichert. Und beim nächsten Mal werden wir dann halt wieder so viele Ressourcen suchen, dass wir uns mit Warpzellen wieder ausrüsten können. Und das Schiff dann auch wieder voll mit Ersatzteilen. Ja, voll gemacht. Okay dann. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.